Was darf sein? Bringen Sie mir einen Espresso in einer großen Tasse. Mit heißer Milch. Ich nehme bitte auch einen Espresso. Einen doppelten. Gerne. Danke. Entschuldige mich, dass ich zu spät bin. Ich weiß ja, dass du kaum Zeit hast. Vergiss es. Es tut mir leid, dass ich nicht länger bleiben kann. Was kann ich für dich tun, Nina? Ich wollte dich einfach sehen. Wieso glaubst du, dass es einen anderen Grund gibt? Wie viel diesmal? 2000. Das gleiche Konto. Ich überweise es dir. Zu Hause alles gut? Ja. Wie geht's der Mama? Gut. Hör bitte auf, in diesem gütigen Ton mit mir zu reden. Als wärst du irgendein Apostel oder so. Du hättest ja anrufen können, wenn es dich interessiert. Die Nummer hast du doch, oder? Nee, dann muss das jetzt so ablaufen. Ich weiß nicht. Muss das jetzt so ablaufen? Du bist jeden Tag in einer anderen Stadt. Triffst interessante Menschen. Du bist unabhängig. Und du sitzt hier in diesem Café. Das willst du mir doch sagen. Bist du immer noch wegen der Geburtstagsparty sauer? Ich hatte alles vorbereitet. Alle waren da. Du weißt, wie wichtig mir das war. Ich musste arbeiten, das weißt du ganz genau. Du hättest wenigstens absagen können. Meinst du, das alles kommt von allein? Oder irgendein Apostel kommt vorbei und überweist mir die Kohle? In deiner Welt scheint es ja zu funktionieren. In meiner muss man sich verdammt nochmal den Arsch dafür aufreißen. Es reicht. Meinst du, ich reiß mir den Arsch nicht auf? Ich habe halt nicht abtreiben lassen, so wie du. War eine super Idee, mit dem Boot zu fahren. Ich guck mal auf den Plan. Und? Viertelstunde! Was ist denn los mit dir? Du siehst so entspannt aus. Ich hatte gestern Besuch. Von wem? Benny. 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 Der ist höchstens 19. Na und? Ich finde ihn ganz süß. Also für mich wäre das nichts. Den werde ich mir schon erzählen. Willst du wirklich mit einem Teenie zusammen sein? Ja, warum nicht? Wo liegt eigentlich deine Altersgrenze bei Männern? Oben oder unten? Oben. 38? Und wenn er ganz viel Geld hat? 38? Ich hatte gestern auch Besuch. Von wem? Kennst du nicht. Wie alt? 35? 40. 45? Süße, sag mir jetzt nicht, dass das ein Pflegefall ist. Er ist 52. Aber knackige 52. Wir waren neulich in der Kantine 33 essen. Er kennt da sogar den Besitzer. Wir hatten sofort einen Tisch. Ich wusste gar nicht, dass es in der Kantine 33 auch Seniorenteller gibt. Er sieht gut aus. Er macht jeden Tag Pilates. Und er ist sehr großzügig. Ja, und er sucht jemanden, mit dem er ein bisschen Spaß haben kann. Spaß? Er hat Sex. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Du willst mir jetzt also ernsthaft damit sagen, dass du mit einem Zombie ins Bett gehst? Ja. Vielleicht.